Was ist besser als Sekiro mit Simon und Nils? Sekiro mit jemandem, der es kann. Ja. Bei Speedrandale. Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge Speedrandale. Heute zu Gast die wunderbare Erika, a.k.a. Savy TV. Ohne TV. Ohne TV. Ohne TV. Nur geändert. Noch, ah, nur noch Savy. Verzeihung, tut mir wirklich. Wer guckt heute noch Fernsehen? Ja, so? Eben. Savy online jetzt vielleicht. Hm. Natürlich auch Gregor dabei, wunderbar. Mhm. Ich habe jetzt ein TV mittlerweile. Ah, Gregor ich TV. Ich habe es übernommen, nein. Aber ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein kann. Ja. Denn wir haben selten so Spiele, die auch viel Belang auf dem Sender haben, hier bei Speedrandale direkt auch mit dabei. Mhm. Denn, wir freuen uns auch sehr, dass du wieder vorbeigekommen bist. Ist ja jetzt so ein kleines bisschen her mit Dark Souls da. Ja, auf einem Jahr. Knapp ein Jahr her, hast du gesagt, zum Jubiläum kommst du hier nochmal vorbei. Yay. Ja, fürs letzte Mal wahrscheinlich, aber... Genau, oh. Du hattest vorhin kurz gesagt, aber du bist ja normalerweise echt viel beim Speedrun hier unterwegs, aber du wirst jetzt zumindest eine längere Pause einlegen. Ja, ja, weil ich mein Studium wieder angefangen habe und das und noch einen Werkstättenjob bekommen habe, auch im Gaming-Bereich, aber deswegen habe ich nicht so viel Zeit. Mhm. Und Speedrunning, wenn du auf einem bestimmten Level sein willst, musst du genug Stunden reinbringen. Ja, man kann aber trotzdem, wir hatten es auch nochmal eingeblendet, du hast natürlich immer noch deinen Twitch-Kanal. Ja. Auch wenn du jetzt nicht Speedrun wirst in der Frequenz oder so regelmäßig, wie du es gemacht hast, du wirst trotzdem immer noch aktiv sein auf Twitch. Ja, ja? Wahrscheinlich, also im nächsten halben Jahr sehr viel von Seoul, Südkorea. Weil ich dort für ein halbes Jahr bin. Cool. Okay, ja, das ist sehr gespannt. Und deine StarCraft 2 Runs, dann natürlich nicht. Ja. Nicht vergessen. Für dich war es logisch, dass du mit Sekiro auch als Speedrun zum Speedrun anfängst, also rausgekommen ist. Oder musstest du dich erstmal überzeugen? Weil es ist schon ein bisschen anders als die Souls. Nee, eigentlich, das war von Anfang an klar. Und ich habe eine Woche freigenommen von Uni. Und ich glaube, zweimal durchgespielt und angefangen zu speedrunnen. Mhm. Nice. Weil die Community schon. Ich glaube, nach Tag 1 oder 2 schon angefangen haben. Mhm. Im Vergleich zu Dark Souls 3 wurden innerhalb von einer Woche ungefähr 3 größere Skips gefunden. Mhm. Also vom Pacing her viel, viel schneller, weil für Dark Souls 3 kam halt das größere Skip erst nach einem halben Jahr. Mhm. Aber ich glaube, die Engine ist genau dieselbe wie Dark Souls 3. Mhm. Deswegen war es viel einfacher, Skips und Glitches zu finden. Ja, okay. Von wegen dem Timing her und allem drum und dran. Ja, ja. Ja, wir haben auch gerade hier vorbei, du spielst natürlich die PC-Version, ist ja klar. Auch eine spezielle Version hier, die 1.2 meintest du, von wegen, weil ja mittlerweile auch andere Sachen rausgepatcht sind. Wir haben hier natürlich auch unsere Experten Simon und Nils, die an der PS4-Version zogen, die wir gerne heute dabei gehabt hätten. Aber es ist Sommer und sie sind im Sommer momentan. Ja. Deshalb hoffe ich, sie schauen sich diesen Run auch ganz genau an. Warum die 1.2? Also normal patcht From Software nur Sachen, die mit PvP zu tun haben. Mhm. Nur gibt es in diesem Spiel natürlich kein PvP. Das heißt, sie haben sogar Sachen gepatcht, die vielleicht ein Casual-Spieler machen könnte. Obwohl, du wirst auch sehen, Bullskip, ich glaube, das macht kein Casual. Mhm. Aber die haben es versucht zu patchen. Aber wir haben ein anderes gefunden. Zum Beispiel das ist ein Unterschied. Es gibt auch, zum Beispiel Bull macht auch ein bisschen weniger Damage in 1.4. Ja. Und Ishin gibt es auch einen Glitch, wirst du auch sehen. Da ist auch draußen. Mhm. Mhm. Das heißt, so ein paar Sachen wurden geändert. Und Moral Blade hat auch ein bisschen mehr Damage. Alles klar, ja, wir werden ja, wenn die Stellen mal da sind, dann auch mal konkret, glaube ich, darauf eingehen. Mhm. Du musst uns, wie gesagt, sagen, wenn wir dich dann zu viel nerven. Siehe, du hast das Game ja auch durchgezockt. Ja. Wir werden da so ein bisschen Expertise beigeben können. Und du kannst natürlich auch so ein we can do this in English, if you like, again. Also ich habe ein bisschen geübt. Ich habe jetzt einen Werkstudentenjob seit Januar. Und da muss ich ein bisschen Deutsch reden. Okay, ja. Okay, dann machen wir es heute auf Deutsch. Premiere. Dann nimm das als Training, statt in Englisch. Also ich denke mal, wenn ich Sachen erklären muss, wird es wahrscheinlich Englisch, weil ich kann die ganzen Wörter nicht auf. Ja, aber bitte. Ich kann Englisch. Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid mit dem Switchen. Genau, das ist alles gut. It's also absolutely not the problem to switch from the Deutsch. Du siehst, Gregor ist ein Naturtalent. Nein, also to switch from German in English isn't that hard, ja, weil das ist einfach Rennt. Nicht so groß. Gemetan pasta linica, casolo problema. Eben. Also absolut, ne? Ja. Multilingual, so wie sich's gehört. wenn du bereit bist, können wir gerne starten. Ja. Ja.
Ich habe seit 3 Tagen wieder geübt. Also ich bin ein bisschen... Und keine Backup-Saves, wollen wir nochmal sagen. No? Ja, ich habe, glaube ich, letzte Mal im Mai geübt. Mhm. Dann kam ein bisschen Down-Phase, dann kam CSGO-Phase und dann kam Klausurenphase. Deswegen, deswegen gibt es heute Weltrekord. Ja, nicht zu viel erwarten, dass ihr so ein Casual ja, natürlich, Speedrun, sag natürlich. Ich mal. Du hast einen Speedrandal-Rekord in Augen. Ne? Mhm. Der muss dann auch, der wird auch dann vermerkt. Der muss erstmal geschlagen werden. Bei speedrunners.com. Ja. Okay. Ja, wenn die Regie bereit ist, dann machst du den Countdown. Okay, 3, 2, 1, go. Nice. Okay. Die richtigen Speedruns werden wieder in Ingame-Time gezählt. Yep. Wie immer bei Dark Souls eigentlich, ne? Ja, weil sehr viel, ich meine, heutzutage, Ladezeit ist halt abhängig von PC. Ja, von Hardware auch und so. Obwohl, im Vergleich zu Dark Souls 3, es gibt keinen zu großen Unterschied zu Ingame und Realtime. Okay. Das sind nur ein paar Minuten, nicht so 5 oder 10 Minuten. Auch nicht, wenn man einen Quit-Out macht und sowas? Dann wahrscheinlich schon, Wir oder? Machen nicht so viel eigentlich. Ah, okay. Deswegen. Aber du sollst hier doch schleichen. Ja, ist doch Tutorial. Hat dir keiner gesagt, ne? Okay. Cutscenes können wir alle skippen, ne? Leider. Kennen wir ja auswendig. Jetzt nochmal mit ihm reden, damit er ein Heilung gibt. Er schaltet das AMS frei, genau. Kein Unterschied, welche Text- oder Audiosprache, ne? Ist eigentlich nicht. Wir haben auch noch ein paar Mods drauf, weil normal wirst du die ganzen Tutorial-Pop-Ups haben. Mhm. Ah, ja, aber es ist natürlich sehr nervig. Das heißt, wenn man meinen Charakter ein bisschen dasht, wäre eigentlich normal ein Pop-Up. Und das ist halt weg, weil es wirklich, wirklich nervig ist. Okay. Weil irgendwie können die es nicht speichern. Ich glaube, bei Dark Souls, da gab es ja keine Pop-Ups, aber... Mhm. Hier anscheinend schon. Und da wären wir am Ende. Das war's. Sehr jetzt schön. Kommt Ishin. Für den Part war ich damals nach England geflogen, um mir diesen Teil anzugucken bis hierhin. Ey, das hat sich doch gelohnt. Na ja gut, es war noch ein bisschen was hinten dran, aber die erste halbe Stunde habe ich damit verbracht. Wollen wir mal ein bisschen über die Kategorie sprechen, die du heute zeigst. Was für eine Kategorie machst du denn heute? Also es gibt ziemlich viele, weil also wir haben auch vier verschiedene Endungen. Das heißt, auf jeden Fall Any% gibt es die 2 Endungen, die recht normal sind, die man auch leicht kriegen kann. Purification mache ich. Also wir machen eigentlich Purification Ending, da wir jetzt alle Memories durchgehen. Okay. Und das heißt, wir müssen auch in die Memory rein. Mhm. Und das mache bei normalem Any% eigentlich gar nicht. Okay. Memories sind dann so Spezialabschnitte, wo du sagen mal, in der Story ist es, oh, es ist jetzt 3 Jahre früher und geh jetzt mal zu dieser Festung oder sowas hin, ne? Das war ja beim Temple, kann man ja in die Vergangenheit reisen. Ja. Ah, das macht ihr an Sekiro sowieso schön. Das ist so schön mit dem Traversal funktioniert das echt cool. Mhm. Also alleine mit dem Enterhaken, dass du gleich von Anfang an so viel machen kannst, ist halt so ein schönes Gefühl. Sowas braucht jedes Spiel, so ein Hookshot. Ja, ist auch hat auch mittlerweile jedes Spiel. Ja, stimmt. Ist auch viel nicer. Du bist halt ein bisschen mobiler und. Oh. Ja, sowas ist echt schön. Ja. Interessanter Weg. Ich glaube, es ist wirklich der Standardweg für den. Oh nein! Ah ja, für den Anfang. Ja, da musst du ein bisschen komisch. Ich bin auch ein bisschen. Na. Okay. Okay. Ich glaube, ich hole mir das Idol, weil. Ja, mach das ruhig. Ich bin schon etwas. Hab schon ein bisschen Damage genommen. Aber das hier nochmal zu machen, ist ein bisschen auch ein bisschen scheiße. Und Ogre ist. Kann ein bisschen, also ein paar Attacken von ihm sind extrem schnell. Ja. Einmal kurz nicht aufgepasst und schon greift er dich. Ja, das Greifen und der hat noch so einen großen Radius, wenn man wirklich mal nicht ausreichend Abstand gefunden hat. Vor allem in New Game Plus ist es schlimm. Also ich versuche gerade, warte. Steuerkreuz nach oben, glaube ich, ist Default. Alles anders? Scheiße. Ja, wir hatten die Config natürlich nochmal gemacht.
Dieses Item ist noch oben. Oh. Kannst du das noch umstellen? Ja. Okay, kurze Pause. Oh. Können wir kurz die Zeit anhalten? Das wäre nett. Das ist ja möglich hier. Ich wusste, irgendwas muss sich ändern. Das war's. Irgendwie so, wie so, ich kann es nicht benutzen. Ja. Ja, das sind natürlich die speziellen Sachen, wenn du Dodge, Jump, Paste. Die Konfiguration gemacht hast, kann man natürlich nicht direkt immer hier automatisch übernehmen. Mhm. Ja, Prosthetic war. Ah ja. Nee, Prosthetic. Auf Viereck. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Action, Hold. Nee, es war mit dem. Da überlegt man, was hat man da eigentlich für Einstellungen gemacht? Ja, wenn man es einmal macht und danach nie wieder, dann vergisst man das schon. Warte. Okay, ich weiß. Was war das? Ja, okay, ich glaube, wir kommen. Ja, genau. Wir sind bald da. Ja, bei Prosthetic. Wie ist das? Action. Okay, es sieht schon mal besser aus. Ja, so hatte ich es auch ungefähr bei mir. Hm. Also auf Dreieck, dass du Items benutzt, ne? Ja genau. Ist viel angenehmer. Ist angenehmer, ja. Wenn man ab und zu aufs Steuerkreuz nach oben geht, dann rutscht man aus und ist auf einmal auf einem anderen Item, dann nimmt man das aus Versehen. Das ist nicht so nett, das stimmt. So, wir können, glaube ich, die Zeit. Obwohl, okay. Teste nochmal. Ja, passt. Okay. Weiter läuft. Weiter geht's. Okay, ich habe jetzt gerade gejean. Da ist man ein bisschen leiser. Mhm. Damit ich hier vorbeilaufen kann. Ja, sehr gut. Das zweite geht ja leider nicht. Aber die Mechanik, wie die Bosse hier funktionieren, müssen wir nicht unbedingt nochmal erklären. Oh, ja. Oh, oh. Das ist immer so. Ist okay. Hui. Das war knapp. Und da haben wir gleich. Nur zur Sicherheit. Sehr gut. Genau, hier muss man ja. Ist es immer noch die Poise, die man hier durchbricht? Oder wie heißt es hier dann nochmal? Standfestigkeit auf Deutsch. Nicht Poise. Nicht Poise, ne? Aber zumindest die Leiste der Gegner. Ja. Your Guard, oder? Nee, oh Gott. Guard-Leiste. Das ist das Problem, wenn du halt nur andauernd Speedruns. Das ist alles egal. Absolut, muss ja nicht. Jetzt sind wir schon bei der Schlange, ne? Oder? Mhm. Ja. Auch ein toller Part im Spiel. Ja. Sehr nice. Die haben Trant und ich zusammen mit einem Controller gemacht. Ja? Ja. Und immerhin ist es ein dankbarer Part, weil da müsst ihr jetzt nicht großen Boss machen oder so, ne? Ja, der kommt ja danach direkt und das war nicht schön. Ja. Aber wir hätten es fast geschafft. Das heißt, wenn ich auch ein bisschen nach rechts drücke, dann bin ich auch ein bisschen schneller. Ah. So ein Mini-Tipp. Der wiggelt so cool. Ja, genau, der Wiggler. Ignorierst du einfach, ja. Man muss ja auch einfach zur Seite kommen, gehen, okay. Ja. Im Grunde ist es, wenn man es macht, dann die. Okay. Ja, Invincibility Frames ist gut. Man muss ja eh hinkommen, nur für die hier erstmal. Mhm. Gut, das waren 4 Stunden bei mir dann, glaube ich, ja? Ja, bei mir ja auch im ersten Playthrough. Ja. Nochmal schön, Contest zu senden. Und für Rocket Beans-Verhältnisse war das ein Monat an gesendeten Folgen. Ja, war doch okay, ist okay. Nein, die sind wahrscheinlich schneller durchgekommen. Ja, hier ist es ja ganz gut. Hör doch mal auf, den Simon zu diesen. Der hat auch gute Sachen gemacht. Ja, der kann gut Items benutzen und so. Coin Purse mitgenommen, wahrscheinlich ein paar Sachen kaufen nachher. Mhm. Ja, wir müssen ein größeres Pistell kaufen. Mhm. Und noch ein paar andere Sachen. Okay, das ist jetzt zum Beispiel ein Skip, den ich nicht sehr gerne mag. Und auch, wieso ich die Tastatur momentan habe. Ich hoffe, es klappt, sonst haben wir ein Problem. Ah ja, das habe ich schon mal gesehen. Ah, okay, oder er ist wütend auf mich. Mhm. Normal, das habe ich auch heute ein paar Mal geübt. Ich versuche es noch einmal. Mhm. Normal macht er ein paar Runden und kommt dann zu dir. Mhm. Aber wenn er ein bisschen böse drauf ist, dann kommt er direkt. Kommt er direkt und gibt dir nicht genug Zeit. No skip for you today.
Das heißt, wir müssen aber leider wieder zurück, weil er hat mein Tower. Oh, das wird nicht gut. Verdammt. Oh, shoot. Oh, das. Das kriegst du hin. Nein, ey! Nein! Okay, du, ich laufe Sau. Mal. Wo willst du denn hin? Casual Speedrun als Fenster. Nur mal, um den Leuten zu zeigen, wie das geht. Mensch, ey. Wie der dich anguckt, wie du da gerade am Meditieren bist. Schaff ich das noch? Uff. Okay, Versuch Nummer 2. Ansonsten, ich kann ihn auch normal umbringen, weil den Skip machen wir später. Okay, der Tower... Ist ja gar nicht mehr da. Der Tower ist weg. Warte, ich hab doch gerestet, oder? Ja, ist egal. Dann bringen wir halt normal an. Warum ist denn der Tower nicht wieder aufgebaut? Wir machen denn schon Zeit dafür? Später eh nochmal, deswegen ist okay. Casual. Ich dachte, normal kommt der Tower wieder. Ja. Wäre jetzt auch meine Erwartung gewesen. Das Coole bei einigen Bossen, du kannst links von ihnen bleiben, bei dem auch, und dann dodgst du eigentlich immer hier zum Beispiel eine Attacke. Oh, sehr praktisch, natürlich. Die meisten Gegner sind nämlich Rechtshänder in diesem Spiel. Das stimmt, ja. Arme Pferdchen. Das Gute ist, das Pferd wird auch leben dieses Mal. Ja. Obwohl, okay, irgendwie. Das habe ich auch schon mal gesehen. Warte, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Ja, ich habe gesprungen, aber irgendwie... Aber irgendwie ist es nicht durchgegangen. Und ich konnte nicht zu ihm springen, aber naja. Er machte das immer, dann musste er zu ihm springen, aber. Sehr gut. Und da haben wir ihn. Naja. Wurde so noch mal knapp. Das ist hier potenziell. Da hätten wir doch schon das Firecracker-Tool haben können, was natürlich gegen Tiere hilft. Das auf jeden Fall. Also im Casual-Playthrough wäre es eigentlich ziemlich gut. Das du brauchst es jetzt hier nicht, ja. Wie hätte das, obwohl du erklärst das mit dem Skip, wenn wir dann die andere Stelle abprobieren, ne? Also musst du dann jetzt nicht. Also er wäre dann wirklich einfach nur, da ist hier ein Cliff und er wäre dann dort einfach runtergesprungen. Das heißt auch mit Wert, dieses Mal, wir haben Wert nicht umgebracht. Schon mal einen Pluspunkt. Wäre dann der Boss, der gilt dann als geschafft, dass du dann wieder da durchlaufen kannst? Ja, sogar. Weil es gibt dir ja ein Memory und wir machen ja all Memories. Das heißt, wir könnten sowieso den jetzt nicht überspringen. Die bringst du um, wahrscheinlich wegen der Quest von Fishing, ne? Finden wir ja gleich vorne. Also normal hätte ich die Tür nicht aufgemacht, weil ich wäre auf der anderen Seite gewesen, nach dem Skip. Und deswegen will ich halt den kurz umbringen und dann weiterlaufen. Und das heißt, ich den erst später besuchen. Okay, da ist noch ein Skip, den ich wahrscheinlich verhauen werde. Oder auch nicht, wenn ich ein Skip zum ersten Mal. Okay, das ist nicht cool. Bull ist ja nicht der freundlichste Boss. Und den brauchen wir eh nicht, deswegen tschüss. Ja, ist jetzt im Endeffekt auch nicht gewesen. Oder ist auch ganz. Ja, ne? Also es kann auch sein, dass es durchaus so gebaut ist da in der Welt, aber es sah schon ein bisschen anders aus. Das heißt, ich muss das Idol auch holen, weil normal bekommst du ihn automatisch, wenn du den Bull umbringst. Aber ich habe den nicht umgebracht, deswegen musste ich kurz das Idol aktivieren, holen.
bisschen mehr Geld. Ich war das erste Mal, wir brauchen... Was brauchen wir? Poison. Das kurz kaufen. Contact messen. Ich nehme mal viermal. Das ist auch für einen Skip später. Die Hunde. Der arme NPC. Ja, nicht den armen NPC auffressen. Er überlebt. Schon, sonst wird er wiederbelebt. Aber wir gehen jetzt zu dem Skip, den du meintest davor. Mhm. Monkey Skip. Ja, den hatte ich gesehen, als ich hatte, als ich es selbst gespielt habe. Ich bin nicht ganz durchgekommen, aber einigermaßen weit. Ich habe das schon mal in den Run geguckt, sozusagen, bis zu der Stelle, wo ich Bescheid weiß. Und da war das schon einigermaßen nicht so weit hinten. Da habe ich aber gesehen, okay, wenn schon so möglich ist. Meine Herren, da geht schon einiges. Und es war, wie du auch schon gesagt hast, sehr schnell. Da ist sehr viel passiert mit den Runs, einfach von früh. Ja. Man könnte auch hier, wenn du Gachain benutzt und kein so ein Zeichen hast, das heißt, wenn keiner dich sieht, kannst du auch hier kurz ein Quit-Out machen, aber das... Ah, okay. Das sägst du vielleicht ein paar Sekunden, das heißt, ich... Mir ist egal. Aber für einige, die machen es dann auch. Also schon, das war der... Der zweite Bereich, den ich in England damals auf dem Vorab-Event anspielen konnte. Da gab es zwei separate Bereiche. Die hat man sozusagen zum Testen mal gegeben. Na, ich hatte es kurz bei Gamescom relativ lange gespielt, weil ich hatte ein paar VIP-Tickets. Weil das erste Mal habe halt den Boss fast beim ersten Mal umgebracht, aber ich bin halt so halb, dieses Halbsterben, bin halt einmal gestorben und dachte, nee, ich will es nicht nochmal reviven. Aber habe vergessen, dass es keine Zeit mehr gab. Ja. Kam halt noch mehr rein, habe den relativ gut schnell umgebracht und habe ein bisschen explored. Und dann meinte jemand, ah, kennst du diesen Secret-Boss? Und ich so, nee. Das heißt, ich bin beim nächsten Mal reingekommen. Und er hat mir gezeigt, wo Headless war, halt Headless. Ah. Oh, okay, aber das, puh. Ja, ja, ja. Ja, ohne über den Bescheid zu wissen, gleich als erstes. Okay. Oh, hier, Secret Boss, mach den mal. Ja. Mach den mal. Das heißt, ich hab's ein paar Mal versucht und der hat dann gemeint, nee, du bleibst jetzt hier. Und den machst du. Bis du ihn schaffst. Ich hab's euch 3/4 Stunde gebraucht. Okay, aber das ist doch ganz nett. Das ohne Konfetti natürlich. Ja, ja. Ich hatte Konfetti, aber ich musste andauernd grinden, weil... Das habe ich zu viele. Ich musste es hin und wieder, also es gab ja nur, ich glaube, zwei vielleicht. Und ich wusste jetzt nicht, wie man den optimal schnell umbringt, weil du brauchst auch kein Konfetti, so wie lange du parryst, ist eigentlich okay. Aber jedes Mal, wenn ich halt die zwei aufgebraucht hatte, musste ich halt neu starten. Und deswegen hat es ein bisschen lang gedauert. Das ist verständlich. Das war ziemlich cool von denen. Ey, absolut, ja. Für alle, die den Gegner nicht gesehen haben, der ist optional, ne? Oder beide zumindest. Die sind alle, und, da ja, und ganz das, viele. Das Konfetti ist quasi ein Item, damit man da überhaupt den vernünftig spielen kann. Ja. Weil ansonsten wärst du irgendwie Zeitlupe. Wenn du ihn normal angreifst, dann machst du so gut wie gar keinen Schaden. Das ist es, ne? Ja, genau. Also ich habe den auch, Casual sowieso, bei mir ist immer Casual, aber als ich gespielt habe und bei dem geraten bin, ich probiere den einmal aus. Und ich habe Konfetti benutzt, hat nichts gebracht bei mir. Die im Wasser sind tatsächlich ein bisschen leichter, auch wenn es nicht so erstmal erscheint, als fand ich jedenfalls. Das sagen auch alle, ich verstehe nicht wieso. Ich mag Weil der sich im Wasser auch nicht so wirklich bewegt. So ein bisschen und wenn er seine Projektile schießt, kann man ganz gut ausweichen, fand ich jedenfalls. Ich mag es im Wasser nicht so gern. Ja, das Gespräch hat nochmal einen neuen Skilltree freigeschaltet. Ne? Ja. Nochmal, du hast einen bestimmten Skillweg, den du dann nimmst, denke ich mal, ne? Sehr optimiert. Ich vergesse welchen, aber ich glaube, das war. Ich habe den Namen auch vergessen. Warte, das ist mein Lieblingsskill. Scheiße. Ichi irgendwas? Nee. Ichi, oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Ichimonji. Ichimonji, ja. Ja, den brauchen wir eigentlich auf jeden Fall. Ich benutze ihn immer für den Endboss und für Ape. Oh mein. Und auch für ein paar andere. Ich mag den Skill. Hast du gerade ein paar Prosthetics quasi machen lassen. Also das heißt, du kannst jetzt auch auf die Subwaffen zugreifen. Moment, Shurikens und die Firecracker.
Ja, Shurikens benutze ich eigentlich fast gar nicht. Aber Firecrackers ist so ein Muss, wenn du es ein bisschen einfacher haben willst. Es ist fast schon auch, ist ja wie eine richtige Abwehr zusätzlich nochmal extra, ne? Was ja nochmal so viele Möglichkeiten zum Angreifen und Ausweichen gibt. Also ich fand auch eins der nützlichsten auf jeden Fall. Ja, Anfang vor allem, dass die meisten Bosse auch anfällig drauf sind. Okay, das heißt, wir haben Prosthetic, weil ich brauche das für Monkey. Mhm. Und jetzt können wir halt Monkey Skip machen. Es passt. Alle Tiere werden geskippt. Bull Skip, Monkey Skip. Mhm. Na, okay, Monkey Skip hört sich wie, als würden wir ihn skippen. Wir skippen ihn eigentlich gar nicht. Ja. Du skippst zu denen hin wahrscheinlich, ne? Mhm. Der Monkey 2 Skip hört sich aber nicht so gut an. Aber wir skippen Roberto. Hm. Der lebt. What? Oh, okay. Ja, man sieht ja, ist ja noch, im Baum ist ja noch da. Wir können ihn nur nicht so gut sehen, weil wir... Okay. Okay, das heißt, wenn du diesen... Du kannst den Mesh anmachen, damit du sehen kannst. Ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung. Das sieht... Oh, okay. Ein bisschen zu weit nach rechts. Ich hoffe, es klappt noch. Ja, da sehen wir ein bisschen Geometrie. Okay. Okay. Wow. Boah, genau. Das heißt, du musst halt genau in den Engel, also den richtigen Winkel. Mhm. Ach, du bist jetzt hier? Ja. Ah. Und da musst du halt genau wissen, wo du fallen musst und dann kommst du hier hin. Das ist ja witzig. Das von wegen, wie immer schön in den Soul-Sachen gesagt wird, zusammenhängende Welt. Die Geometrie ist tatsächlich schon irgendwie im Hintergrund geladen von den Positionen her. Mhm. Und genau weißt, wo es hingeht. Diese nervigen Affen. Ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde nach den letzten Affen gesucht, bis mir jemand gesagt hat, bis ich da irgendwie auf YouTube geschaut habe, wie zur Hölle geht das? Und dann habe ich gesehen, ja, der ist direkt am Anfang, hinter mir, unsichtbar. Einfach nicht zurückgelaufen. Total nervig. Das war's. Nice. Wie, du hast den Unsichtbaren auch noch? Ja, yeah, ich habe ja den zweiten, den Orangen, und dann bin ich ein bisschen rückwärts gegangen und einfach nur in die Luft. Der ist immer hinter dir. Ah. Das heißt, du kannst ein bisschen backtracken und dann einmal. Okay, gut zu wissen. Passt. Guter Fight. Mhm. Das hätte auch nervig werden können, wenn die abhauen. Oh, yeah. Genau, Zeit für Donations. Blenden hier nur immer die eigene Kontonummer ein. Das ist am einfachsten. Okay, wir sind zwar jetzt bei Nanny, aber wir sind zu früh hier. Mhm. Das heißt, wir dürfen eigentlich nicht mit ihr reden. Ah, okay. Gibt es dann sonst irgendwie, wird das abstürzen? Nicht abstürzen, nur du hast dann, bekommst diesen Prompt, du redest ja nach Genichiro, kurz mit Ishin. Und es gibt so einen Loop, du kommst halt nicht weiter. Ah, okay. Quasi. Ja. Ja. Dann sollte man das lieber nicht machen. Genichiro müsste ja auch bald schon kommen, oder? Ja, wir machen noch ein paar weitere Sachen, weil wir können es machen. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, ja. Die auch weg. Zack. Ah. Ich habe mich auch so genervt, ey. Es sind eigentlich recht viele Skips am Anfang. Bis wir halt dann Genichiro machen, dann geht's halt normal weiter. Jetzt machen wir noch einen Skip. Ich finde ihn ziemlich cool. Ich nenne ihn Snake Express. müssen wir hier hingehen? Und ich hatte davor die Contact Medicine gekauft, damit wir... Es ist kein nicht das Richtige. Cool. Ist okay, ich brauche nicht so viele. Das hier, die sehen genauso aus. Ah, warte, ich bin viel zu früh. Was mache ich hier? Naja, ist egal. Ist das extra vergiftet? Ja, aber viel zu früh. Ich bin irgendwie gedanklich woanders, scheint's. Also ich muss wahrscheinlich... Wie mache ich das? Ich muss mich so ein Idol hier holen. Mhm. Bisschen zu aufgeregt und hab's zu früh. Benutzt. Aber meistens mache ich es genau hier. Mhm. Weil du hast ja normal diese Schlange, die irgendwann hier oben auf diesen großen Stein kommt. Mhm.
Den kannst du auch ein bisschen früher bekommen. Okay. Das heißt, machen es noch einmal. Und wir sterben zweimal. Wir wollen genau in einer bestimmten Stelle landen und gleichzeitig davor sterben. Okay. Also sterben durch das Gift und dann auch durch das Landen. Ja. Interesting. Wir müssen ein bisschen länger warten, weil ich es ein bisschen zu spät benutzt habe. Die Tickzeit ist ziemlich scheiße, weil sie so langsam ist. Ja. Ich hoffe, es passt. Okay, das war... Ich bin halt genau davor gestorben. Ja. Ich hoffe, es passt noch, weil es war so last second. Okay, jetzt ist die Schlange hier. Puh, das war... Das heißt, ich gehe hier hin. Spring runter. Ja, yeah, speedrunning things. Ist mal so, wieso macht man das? Aber jetzt... Bin ich gespannt. Tada! Ah! Okay. Ja, fantastisch. Das war ja ein zweiter Monkey-Skip sozusagen. Ja. Jetzt nicht umbringen. Ach so. Deswegen Snake Express, weil der bringt sich dann in die Tiefe runter. Ah. Okay. Ja, praktisch. Ja. Sehr praktisch. Ich glaube, von Saven tut es halt nicht so, so viel. Aber sobald du alles machst, ich glaube so 20 Sekunden vielleicht. Mhm. Aber jetzt bist du halt hier unten dann. Ah. Ist halt, ich finde den Skip ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn man es machen kann, auch wenn es nur 20 Sekunden sind, dann sollte man es mitnehmen, finde ich. Okay, ich habe den kurz geaggroht, weil im Vergleich zu Dark Souls kannst du ja immer rausquitten und dann deaggroßt du ja alles. Das ist ja in Sekiro nicht der Fall. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausquitten würde, würde ich ja zu dem Mob, der noch Aggro hat, wieder zurück teleportieren. Ah, okay. Und das nutzen wir es gerade aus, teilweise. Hm. Das heißt, ich gehe hier hin, hol diesen Idol, weil ich brauche den für Abe später. Brauchst du nicht mehr latschen nachher? Ja, und jetzt, wenn ich rausquitte, sollte ich unten wieder landen. Cool. Das sind halt so Kleinigkeiten, die auch ziemlich cool sind. Mhm. Jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt kann ich weitergehen. Sehr praktisch. Ja. Ist auch nicht so viel, ist so ein großer Time-Save, aber ist halt, ich find's cool. Ja. Merkst du dir alles hier für das Duell mit Simon und Nils, ne? Aber du musst da blindfolded, ist klar. Ich mach blindfolded, ja, mach ein Vierer-Duell. Weiß nur nicht, du musst mir dann sagen, wann, wie schnell ich es durchgespielt habe. Ja. Ist ja klar, dass ich Oder das Spiel dich durchgespielt hat. Ja. Und wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwo im Steam, nicht mal im Game selbst währenddessen. 2 Stunden. Also man braucht diesen Affen hier gar nicht, ja? Eigentlich nicht, nein. Okay. Warum habe ich mir so eine Mühe gemacht? Ich wusste es auch nicht am Anfang. Ich hatte, es gibt ja so ein Prosthetic, wo du das, ich glaube, Feather, da kannst du ja, bekommst du ein paar Iframes oder verschwindest du für ein paar Sekunden. Ich habe das eigentlich sogar benutzt beim First Playthrough. Okay. Ich wusste nicht, dass der Affe da ist. Okay, ich muss noch eine Sache, weil ich das hier brauche. Ichimonji. Ja. Mit die 2. Das passt. Und jetzt... Weil wir jetzt Snake Eyes haben und ich... Ich meine, du kannst sie auch normal ohne Ichimonji umbringen, aber mit Ichimonji ist es doch relativ gechippt. Ja, die mochte ich auch überhaupt nicht. Beide Snake Eyes finde ich schlimm. Auch Gachin, damit es gibt ja so einen Scharfschütze, der mich nicht mag. Jetzt aggrost du die auch gar nicht von hinten. Nee. Das ist nice. Parry, Ichimonji.
Ach, das kann man parryen auch. Ja, wusste ich auch nicht, aber das ist auch vom Timing her ein bisschen komisch, aber ja. Sobald sie zurückzieht, ist eigentlich ein normaler Attack. Ja, der hat mich so viel Nerven gekostet, ey. Ja, mich auch. Gut gemacht. Aber so gemein. Okay. Das Gute ist, weil wir noch kein Ape gemacht haben, ist natürlich der Headless Ape nicht hier. Zum Glück. Hier. Obwohl, wir müssen den eh später umbringen, weil es ist in Memory, leider. Ja. Aber davor bringen wir noch einen um, den wir auch ein bisschen cheesen können. Und deswegen machen wir den ja auch ziemlich früh. Der Partie hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Mal ein bisschen was anderes. Ja. Obwohl, der ist nervig. Ja, skillmäßig ist es natürlich nicht so aufwendig hier, aber... Nee, es gibt die Hühner und die Headless. Die sind nicht cool hier. Ja, vor allem hier, wo der Nebel noch da ist, die unsichtbaren Die machen Leute. Normal nicht so viel, außer du aggrost die dann vielleicht. Ja, nur beim ersten Playthrough tut man das manchmal. Ja, der macht ja gar nichts, tatsächlich. Nee. Du musst die erstmal bemerken, richtig, ja. Warum habe ich sie dann umgebracht? Warum haben sie mich umgebracht? Okay, ist ein Miniskip. Wow. Okay, ja, super. What? Ich bin ein halbes Jahr darum gelaufen. Ein halbes Jahr. Sehr angenehmer Boss zum Casual, damit du dich auch mal stark fühlst. Das war so lustig. Ich habe da hier Simon und Nils zugeschaut und die meinen, oh nein, da kommt gleich ein Boss. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich will nicht, ich will nicht. Und als sie dann da waren, was war das denn? Ich habe vorher auch irgendwie, du musst ja eh den ganzen Weg normalerweise machen, bis du da gelandet bist. Ja. Oh, das war so aufwendig, bis hier hinzukommen. Das wird bestimmt jetzt ganz schwer. Etliche Buffs geholt und alles voll gelevelt und so. Dann gehst du hin und dann, ja, danke. Den Wassergeist machst du auch gleich mit, ne? Oh nee. Läufst du, nee, läufst du hier vorbei? Der gibt dir keine Memories. Keine Memories, ne? Okay. Welcher Wassergeist? Also die Frau da. Ah, da oben Wassergeist. Ich glaube, sie ist ja noch eine, ne? Oder ist kein Wassergeist? Ich höre die. Meinst du die Oren? Ja, genau. Ja, ich höre die Sirene. Da kommt doch jetzt hier der arme Typ, der da. Das ist keine Sirene, das ist eine Flöte. Ja, das ist wie die Sirene. Haben sie ja das aus dem Griechen geklaut. Die Sirene. Kennst du doch. Ja, gehen wir gleich zum Haus, ne? Jetzt müsste die Nonne kommen, ne? Ja. Den habe ich auch, die habe ich auch relativ früh gemacht. Ach so, Nonne. Ich sage an die Deutschen. Ja, der Monk, der Monk, ja. Ja. Und ich erfinde diverse Begriffe auch nochmal zusätzlich, die nichts mit dem Richtigen zu tun haben. Ich wusste aber erstmal tatsächlich auch nicht, dass das die Nonne war, aber dann habe ich bei Simon und Nils halt zugeschaut und die haben sie auch immer so bezeichnet. Von daher heißt die jetzt Nonne. Okay. Da haben wir ein bisschen Konfetti gefunden. Ja. Das ist eigentlich gut, weil zum einen, okay, du kannst es für Headless benutzen, aber es gibt dir so einen Tick bisschen mehr Damage. Okay, das... Hier ist es ganz gut, ja. Dieser Fight könnte extrem scheiße sein. Ich hoffe, ich habe halt nur eine Chance, deswegen... Ja, du kannst ihn stunlocken, ne? Jein. Weil ich kann ihn halt nach hinten bringen. Oder Steve. Ist ja nicht Steve, glaube ich, oder? Ja. Okay, das kann ich noch nicht. What? Alright. Okay. Alright. Also für diesen Boss hatten wir hin und wieder sehr viele Strategien, bis irgendjemand gemerkt hat, dass wenn man wirklich genau, also links entlang läuft, dass man sogar... Sie spawnt halt ein bisschen später. Das heißt, sie sieht dich eigentlich gar nicht von hinten. Okay. Schon mal mehrere Levels, dann aufsteigt gleich. Sie haben ja relativ gesehen. Das war sehr nice, das kannte ich nicht. Okay. Ich habe mir auf jeden Fall Double Ichimonji geholt, weil ich sehr oft vergesse, in den letzten paar Tage. Und dann stehe ich beim Ape und habe kein Double Ichimonji. Das ist ein bisschen scheiße. Okay. Wir holen das. So, jetzt auf zu Genichiro, oder? Ja. Es gibt so viele Bosse, die man halt ein bisschen cheesen kann. Ja, Genichiro ist auch gut so. Nein, das ist voll traurig. Genichiro ist leider auch so einer.
Ach ja, den Cheese will ich sehen. Also ich hoffe, ich habe den letzten paar Tagen ein bisschen immer verhauen, das ist wirklich einfach, aber irgendwie, mal schauen. Ich hoffe, der kann halt ein bisschen escapen und wieder. Mhm. Aber normal ist der Cheese recht einfach. Tja, liebe Zuschauer, die alle an Genichiro verzweifelt sind. Mhm. Jetzt wird's lustig. Ach, bester Cheat im Game. Ja. Wie Silvester hier. Das war auch so. Den kannst du auch parryen, das habe ich mal versucht. Das war sehr lustig. Ihn's parryen? Ja. Okay. Ja, bei Genichiro. Ich hab ihn endlich geschafft. Was, noch eine Phase? Warum? Wieso? Wie viel? Okay, das ist auch so ein Miniskip. Ziemlich nervig, weil... Hier skippst du einen kleinen Mid-Boss. Ja, ist so ein Mini-Boss. Nice, first try. Super gut. Ja, das Dumme ist, bei dem ist... das laggt meistens. Ich glaube, der PC ist zu gut, aber bei mir laggt das hin und wieder. Obwohl ich auch einen ziemlich guten PC habe. Aber es ist ein bisschen nervig dann, weil... Da ein bisschen scheiße ist, liked alles. So ein Miniskip. Okay, das heißt, wir versuchen ihn in diese Ecke reinzukriegen. Oder auch nicht, weil er mich nicht mag. Stark. Ja, okay. Naja, auf jeden Fall, du kannst ihn in die Ecke bringen, was eigentlich ziemlich cool ist. Aber wir werden ihn jetzt normal umbringen, weil... Ja. Du hast es immerhin gezeigt. Ziemlich cool ist. Ja, du hast es immerhin gezeigt, wie es geht. Mikiri konnte. Das Dumme ist, bei dem musst du... 1, 2, 3 nochmal und dann einmal parrying. Also damit du wieder von neu anfängst. Richtig. Du resettest halt quasi deine Stance. Ja, ja, weil es gibt ja hin und wieder eine Seite, wo du ihn halt nicht triffst. Das war eine sehr souveräne erste Phase. Zweite meine ich. Ich muss auch mal Firecrackers hier, weil ich keine Lust auf seine Combo habe. Okay. Dieser Trottel. Hätte der Lightning mal nie benutzen sollen. Ja. Ich hatte davon. Oh, ist das nice. Das war's. Ach, das war beim Zuschauen. Sehr gut. So gut. Das hast du verdient. Nani? Ich finde es immer schade, dass man halt den wirklich einfach nur in die Ecke bringen kann. Und dann verpasst du halt diesen coolen Fight. Deswegen ist es auch okay, dass wir Da mit der Ecke, weil er auch zwischen der Tür und der Statue da hängt, ne? Ja, nicht für Phase 3, aber für 1 und 2. Deswegen, er macht halt nichts dort dann. Was wir eigentlich auch bei Al machen werden, was auch extrem traurig ist. Okay, bisschen Dialoge. Zeit für Donations mal wieder. Ach, immer das Falsche. Ich würde gerne nochmal einblenden, Regie, wo man, wie man dich finden kann bei Twitch. Ah, das ist auch gut. Na, zwischendurch gerne nochmal. Wenn wir ihn nur Texte sehen hier, da sehen wir es hier nochmal, also gerne vorbei. Denkt dran, ohne das TV mittlerweile. Aber mindestens genauso hochqualitativ. Das Problem ist, bei Purification werden wir halt später noch mehr Dialog haben. Jetzt ist es ja nicht so schlimm, aber es gibt oft. Okay, muss nur schauen, dass ich Ichimonji Double habe, weil ansonsten nicht so cool. Ich habe zwar einen Backup-Strat, aber ist halt nicht so cool. Ja, der Affe, der kann schon sehr nerven. Oh ja. Auch schon ein ziemlich cooler Boss ist. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil er einen mit Kacke bewirft.
Und das ist jetzt der Dialog, den ich meinte davor, wo wir halt nicht Nani mit dem Mädchen, Nani, reden durften, weil er sonst hier nicht, also diese zwei Prompts nicht gibt. Das heißt, du kannst halt die Fragen nicht stellen. Das heißt, du bist halt in dem Endless. Was ist das Schwert und bla bla bla, ja. Genau. Weil es halt schon hast. Ja. Ach, du hast es schon, oder musst du es noch abholen? Nee, ich hätte es haben können. Ja. Okay. Softlock. Ja. Passiert. Aber auch nur durch den Skip bist du dahin gekommen? Okay. Also Monkey Skip. Okay. Hachi, Hachi. Okay, das heißt, wir sagen Hallo zu Nani. Weil wir sonst Ape nicht machen können, glaube ich. Ja. The Divine Child, oder? Ja. Ja. Nani. Nani. Vergiss dein Reis nicht. Scheiße. Ich bin da, ich hab's eilig. Aber du musst doch was essen. Okay. Speed essen. Für First Phase Ape gibt es eine Set Rotation. Das heißt, ich hoffe, ich verhaus nicht, aber die ist recht cool. Das heißt, wir brauchen das. Wir brauchen auch das Pacifying Agent. Werdet ihr auch sehen, wieso. Und los geht's. Ja, wirklich. Das Gute ist, bei den beiden Affen später kannst du das auch machen, bei dem zweiten Affen. Nein, ja. Also der zweite, der kommt jedenfalls. Ach, die sind, ach, nur, ich will nicht daran denken, die sind extrem nervig. Ja. Der Affe wurde geköpft, er wird nie wieder Probleme machen. Wait a minute. Was? Scheiße, er ist wieder da. Okay, ich habe dieses Pacifying Agent benutzt. Das heißt, ich bekomme dieses, das lila Teil, was sich stackt. Insta killt mich halt nicht. Also brauchst du auch nicht weglaufen davor. Ah, scheiße, falsch. Er hat sich falsch rumgedreht. Ich back doch lieber ab, weil ich sonst auf jeden Fall den ganzen Balken voll habe und dann werde ich auf jeden Fall sterben. Und er hat nicht einmal mit Kacke werfen können. Nicht dieses Mal. Machen wir den nächsten Run. Ups, ein bisschen zu früh. Anderen Kategorie. Plus Kacke pro Prozent, oder was? Ja, plus Kacke Prozent. Ich gehe meistens immer hier links von ihm. Und kann dann wieder vorwärts rotieren für das Parry. Yes. Sollte es jetzt gewesen sein, lieber noch nicht gierig werden. Ja, einmal noch. Okay. Sehr gut. Das ist langsam, aber nice. Das auch. Langsam? Im Gegensatz zu uns? Ja, das war schon sehr gut. Hast du davon, du kopfloser Affe, du? Ist den Kopf nicht wieder drauf? Nein, dann kommt doch wieder bald. Sonst kommt er. Und holt seine Mama. Ja. Auch kopflos. Ich bin jetzt zum Last Idol teleportiert, weil ich dann sofort, ist auch ziemlich cool, wenn du alles durch hast, wirst du sowieso sofort zu Ashner Castle teleportiert. Ich glaube, ich wollte mal das kurz upgraden, weil ich es kann. Casual Speedrun. Ein bisschen stärker, tut da nicht weh. Ja. Ist eigentlich egal, was. Ich glaube, das.
Deine Lebensleiste ist ja ziemlich süß. Ja, die wird nicht so viel größer. Ja, ich glaube auch. Oh, jetzt kommen die Dudes schon. So weit sind wir schon. Ja. Sind ja schon fast 40 Minuten sehr. Ne? 40 Tage bei uns. Und wie lief's bei Al bei euch? Ja, geht so. Ja. Ich fand den auch. Der ist ein bisschen schwer. Ja, ich würde schon sagen, der zweite oder drittschwerste Boss im Game. Okay, Young Owl ist natürlich noch härter. Wie heißt du? Der jüngere davon. Also in der Memory. Ah, okay. Memory, Father, Elf. Genau. Okay, das richtige Klicken. Aber warum nur? Aber ich will noch. Noch dein Baba. Versuch, ihn gerade in die Ecke zu rücken. Er muss jetzt nur noch zurückspringen und... Okay, jetzt ist er halt dort für eine Weile. Geil. Ist das locked, ey. Mensch. Der Trottel! Ja, weil er halt Rechtshänder ist, kannst du ihn halt links andauernd also angreifen. Mhm. Und er parried deswegen nicht. Und dann und weiter. Zwei. Ja. Oh Mann! Also wer auch immer diese Statuen in die Ecken da gepackt hat, mit dem muss man mal reden. Ja. Ich glaube, ich war teilweise schuld. Das Interessante bei Suspiring Communities, die Skips werden öfter einfach nur durch Clips gebunden. Mhm. Und ich bin mir sicher, jemand anders hat das auch davor mal aus Versehen gemacht. Ich hatte halt gestreamt. Mhm. Ich habe das aus Versehen irgendwie ist er halt in die Ecke gekommen und hat jemand geklippt und Distortion geschickt. Nice. Und ja, leider. warte. Scheiße, ich brauche diesen auch noch. Ich habe vergessen, Purification Ending. Mhm. Okay, jetzt wird ganz viel gelabert. Mhm. Ganz viel. Aber ja, Purification Ending machen, das heißt, wir müssen. Das ist das Ende, wo wir eigentlich. Wo wir Kuro auch eigentlich retten wollen. Mhm. Deswegen mehr Texte, mehr Dialoge. Das brauche ich auch. Dieses Vault Over brauche ich für ein paar Strategies für Memory. Mhm. Wird man auch ein bisschen sehen. Ist auch cool. Ja, wer ganz schnell lesen kann, ihr bekommt die ganze Story mit. Ist doch in Ordnung. Ich habe gestern noch Vatis Video durchgeschaut, ein bisschen. Mhm. Da bekommt man ja auch extrem gut die Story ein bisschen beigebracht. Auch geholfen. Es empfiehlt sich allgemein. Man spielt es, dann erfährt man was von der Story und dann guckt man sich, was eigentlich potenziell gedacht ist. Ja. Mhm. Dafür sind so solche Videos und Recaps eigentlich ganz gut geeignet. Zumal du eher 40 Stunden für ein Playthrough, da vergisst man so viel. Ja. Finde ich sowieso. Und wer hat schon Lust, jedes Item sich durchzulesen? Oh ja. Zack. Okay, das hat gepasst. Dann mit ihm reden. Mhm. Die reden gerade über Divine Children. Weil es ist ja Anani. Auch ein bisschen was gelernt. Wie schön er sich dann hinkniet, wenn er mit ihm redet. Jedes Mal. Immerhin sein Meister, ne? Ja. So gehört sich das. Okay, wir sind fast fertig beim ersten Teil. Dann, es gibt noch ein paar weitere. Mhm. Ah.
Ich würde so gerne was zur Geschichte erzählen, aber ich habe keinen. Das ist schön, das muss man ja auch nicht unbedingt. Also, ich versuch's mal ein bisschen. Okay. Dieses Kind ist ein besonderes Kind. Es hat das. Wie haben die das genannt? Das Erbe, das göttliche Erbe. Mhm. So ein komisches Blut. Und das sorgt dafür, dass die Leute hier in Ashina nicht sterben können. Und das wollen wir irgendwie ändern. Wir haben jetzt ein neues Schwertchen bekommen, womit wir auch Unsterbliche töten können. Mhm. Deswegen lebt ja auch Genichiro und wir konnten ihn vorhin nicht töten. Aber jetzt. Weil er das Wasser getrunken hat, ja. Ja. Und wie war das mit dem Blood Rot? Das passiert, ich glaube, es passiert nur, sobald er jemanden Immortality gibt. Mhm. Und er hat ja uns das gegeben. Mhm. Deswegen passiert es gerade. Gut, für den Playthrough ist es relativ irrelevant. Ist aber auch sehr nett. Was? Da kommt jetzt noch das System hinzu, nur weil ich sehr oft gestorben bin? 1000 Mal? Waren doch nur 1000. Waren nur 1000. Ach, wie schön das auf dem PC ausschaut. Ja. Das ist nice. Aua. Ja, wow, die ist viel schneller als du. So ja. Vielleicht sollte sie Speedrun. Okay, noch ein Dialog und wir sind fertig. Wenn ich den Clip hier rausschneide, ist dann unser Lore-Video. 5 Minuten mit Text weiterklicken. Also wir machen ja Purification, das heißt, wir versuchen einen Weg zu finden, um wirklich Immortality komplett ja, zu heilen quasi, ne? Ja, das ist auch also, wirklich dass du nicht sagen kannst, alle sterben jetzt. Mhm. Ja, dass wir eigentlich Kuro retten wollen, aber halt nicht. Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Scheiße, ist traurig. Man spielt das Spiel für so lange und hat man keinen Plan. Weiter kannst du dich auch überraschen lassen gleich. Aber ja, einem Optionen geben ist natürlich ganz gut bei sowas. Auf jeden Fall, wenn die halt so lange reden, dann hilft das. Ich glaube, ich bin Kategorie. Ja. Okay, wir haben das ganze Gerede war eigentlich nur, damit wir danach in die Memory gehen können. Okay. Jetzt. Wie Gerede. Endlich wieder rennen. Endlich wieder frei. Okay. Jetzt machen wir die Nonne 2. Too None Too Furious. Hey, ich wusste es auch nicht, bevor ich bevor ich hier diesen Sender hier eingeschaltet habe, dass die Nonne heißt. Ich habe auch, ich glaube vor einer Woche, vor zwei Wochen, nee, für ein paar, also für mich ziemlich neuer Skill. Ich mache ihn jetzt nicht, weil wir brauchen die Memory, aber du kannst, wenn du schnell genug bist, kannst du einfach vorbeilaufen. Aha. Also nicht vorbeilaufen, du musst halt schon, so crouch ich die ganze Zeit, du musst schon grappeln und alles. Aber wenn du schnell genug machst oder halt ein bisschen mehr links gehst, dann wird sie ja, merkt sie, dann zieht sie sich ja gar nicht. Mhm. Und dadurch kannst du einfach voll im Vorgeht raus. Das geht nicht mehr im neuen Patch, richtig? Das geht nicht mehr, nee. Ja. Aber hier kann man das immer noch machen, ja. In der zweiten Phase. Und teilweise ein Cheese. Firecracker ist OP. Leider. Und das war's. Sehr gut. Läuft ja wie geschmiert. Mach doch mal langsamer. Da kommen wir ja gar nicht mehr mit. Ist okay. So in Memory werde ich eh wahrscheinlich ein bisschen sterben.
Weil da gibt's Owl, ist auf jeden Fall ein bisschen schwer. Bisschen. Ja. Das Problem ist, wir haben halt so wenig HP, dass... Und du hast wahrscheinlich die Statuen auch nicht mehr, die ihn festhalten in der Ecke, oder? Nee, bei dem nicht, nein. Nee. Aber das heißt, dass... Das heißt, dass wir auf jeden Fall sehr oft in einem Hit dann tot sind. Na, ich glaube, ich war ein bisschen zu langsam. Ui! Ja, es passiert eigentlich immer. Ja, der Fisch ist schon übel. Aber du sollst ja normalerweise auch nicht einfach durchschwimmen. Ah, scheiße. Es gibt ein sehr großes Areal hier, wo man eigentlich sehr viel außenrum muss. Du kannst auch ein bisschen nach links und hallo zu allen coolen Mobs, die scheiße sind. Die sind super scheiße. Du kannst auch hallo sagen. Aber nee, wir gehen jetzt. Hey, Fischi macht ja gar nichts. Der hat gesagt, ich hab genug gearbeitet für den Tag. Oh, er hat dich. Hat dich gesehen. Das denkt er. Sehr gut. Jetzt haben wir ungefähr 5 Stunden geskippt, ungefähr. Ah, Casual Playthrough. Oh Gott. Ich meine, da kannst du auch so viele sterben, weil die Mobs sich einfach vom Weiten drainen. Ja. Vor allem, wenn du die nicht siehst und beschäftigst dich erstmal mit einem anderen. Oh, hinter mir war ja noch einer. Ups, du bist tot. Das Gute ist, wir machen jetzt nicht All Memories, All Beats, weil ansonsten müssten wir auch nach links rüber. Hm. Aber schon ein bisschen anstrengender mit All Beats, weil du halt so viele mehr umbringen musst. Diese ganzen Mini-Bosse. Ja. Aber dann hättest du mehr Leben. Ja, dann hätte ich auf jeden Fall mehr Leben. Den Drachen hier fand ich auch sehr, sehr cool. Oh ja, zum teilweise Gimmick, aber auch einfach nur wirklich schön. Wie weit hast du das gespielt, Gregor? Hier nicht mehr. Achso. Oh. Deshalb bin ich aber auch keinen getroffen. Da es ja auch teilweise sehr offen ist, in manchen Stellen kommst du mal in eine Gegend, wo du eigentlich noch nicht sein sollst, und verbeißt dich dann da drin. Ja, ja, ja. Aber das hier ist Neuland für mich jetzt mittlerweile. Das ist auch schon relativ late game, also. Ja. Ah, noch einer. Das Spiel hat es mir tatsächlich auch nochmal schön gezeigt. Durch Bloodborne und die Souls-Sachen bin ich gut durchgekommen, vergleichsweise. Aber das war nochmal ein anderer Schnack. Ja? Ja. Es sind tatsächlich, glaube ich, die Reflexe im Alter. Oh, ich wollte eigentlich parryen, aber okay. Ach, die kann man parryen? Dann nicht. Ich bin da lieber ausgewichen. Ich habe es gar nicht erst probiert. Hier muss man drauf achten, wo der Blitz einschlägt. Damit man den zurückschmeißen kann. Da ist der nächste auf der nächsten Säule. Wichtig ist dabei, es ist ein bisschen nervig, den die ganze Zeit anvisiert zu haben. Also, wenn man darauf geht, sobald man den Blitz einsammelt, sollte man ihn dann anvisieren, sonst schlägt man daneben, genau. Ich mag es halt mittig immer zu stehen und dann kann ich sofort in verschiedene Richtungen gehen. Das war mir aber total neu, dass man den überhaupt parryen kann. Sieht so witzig aus. Ja, du denkst immer, ausweichen ist da die erste Wahl, weil er auch so viel Fläche mitnimmt. Einer noch, ne? So. Und hier noch einen. Ganz außen natürlich.
Okay. Phase 2. Ich finde es immer auch cool, wenn er dich nach hinten schiebt. Ja. Versuche auch ein bisschen weiter, also näher ranzugehen, weil ich dann auch ein bisschen schneller am Ende zu ihnen hinkomme. Mhm. Er dreht durch. Ich finde auch cool, wie er, der dreht sich halt immer. Ne? So, schnapp dir seine Tränen. Yay. Double Point. Ouch. Ist nur Adult, aber man Glück halt kriegt, kann man auch ein bisschen hingrabbeln, was auch schneller ist. Mit deinem Tränensack. Der zuckt immer so ein bisschen. Ach, das ist ja so traurig. Das tut mir so leid. Aber ein Epic Boss auf jeden Fall. Ja. Auch voll schön. Auf jeden Fall weniger Gimmick als, sagen wir mal, sich der Manta aus Demon's Souls. Ja. Weil die. Was war es, dieser unten im, bei Demon's Souls mit dem Feuer. War es ein Feuerdrache? Oder sag mal, wo du nur die Kanonen da anschalten musst? Oh, ich habe Demon's Souls nie gespielt. Ich hab's nicht durch. Ich auch nicht durch. Ich hab's gespielt, aber nicht durch. Also das ist ja eine recht aber das müsst ihr tatsächlich mal nachholen. Also ja, falls sie jetzt nicht das Remake oder das Remaster mal bringen sollten, aber für mich persönlich das ist das zweitbeste nach Dark Souls 1. Okay. Persönlicher. Okay. Ich bin halt der Typ, der sehr gute Grafik braucht. Das kriegst du nicht bei Demon's Souls. Da kriegst du Grafik, aber Adjektiv packe ich jetzt nicht dazu. Ich meine so 15 Frames pro Sekunde kann man nehmen. So nice. Und das hatte noch mal ein paar mehr Gimmick-Bosse, die jetzt nicht schwer per se gewesen sind, aber wo du mal so ein paar gewisse Ideen nur benutzen musstest. Ich finde, der Riese bei Dark Souls da, Jorm oder so? Jorm, ja. Ja. Der hat ja quasi auch so ein bisschen Ideen aufgenommen mit diesem Luftschwert, was auch immer. Ja. Das nehme ich auch benutzt bei Manta, bei Demon's Souls. Ja, okay. Ich habe aber alle Bosse mit Fallen gelegt. Sind bei mir im Stream so abgekotzt, die Leute. Zu Recht. Hey, der zweitschwerste Boss im Spiel. Zweiter Anlauf und dann schön gecheased mit Fallen. Voll geil. Okay, so ne, du kannst entweder mit der Frau reden. Ja. Oder sie ist halt. Wenn sie tot ist, ne? Sie ist gestorben. Ah, alles klar. Ich wundere mich schon mehr. Irgendwann musst du doch nochmal hier die Glocke einsammeln. Ja. Jetzt geht's zum Demon of Hatred, oder? Mhm. Obwohl, dieses Mal mit Tower. Mhm. Das heißt, wir können genau dasselbe nochmal machen hier. Was eigentlich ziemlich cool ist. Den habe ich auch lang gebraucht. Oh Gott, ja. Ich war bei Twitch Rivals, weil es mich last second, weil jemand ausgestiegen ist. Ah. Und ich hatte halt das ganze Spiel nicht wirklich, seit einer Weile nicht mehr durchgespielt. Okay. Und ich hatte den hier vergessen zu üben. Oh. Alles war okay, aber ich bin hier so lange stecken geblieben. Aua. Weil es ziemlich, es war wirklich traurig. Okay, wir haben ihn jetzt in die Ecke gebracht und er bleibt auch dort für eine Weile. Und wir machen den eigentlichen Skip, den wir davor machen wollten, mit Tower, wenn ich hochkommen würde. Den hier habe ich sogar schon mal gesehen bei ihm. Wenn ich hochkommen würde, dann wäre es auch gut. Sehr gut. Okay, mit Keyboard. Oh, ein bisschen höher. Das heißt, ich gehe in die Ecke. Meine Haare ungefähr hier hin. Und springen. Nice. Sehr gut. Und jetzt ist er tot. Jetzt ist er bald tot. Du siehst ihn halt hier jetzt kurz. Und ich könnte auch springen, dann springt er mit mir. Auch cool ist. Ist er tot?
Nice. Das war eins der schwersten Bosse im ganzen Spiel. Mhm. Oh ja, sehr schön. Das ist sehr nervig. Und das Problem bei dem ist, du lernst die ganze Zeit, okay, ich muss parryen. Und dann hier kommt nicht. Dieser Boss her. Nee, das ist so ein Dark Souls-Boss. Dreimal zur Seite rollen und hinten vermöbeln. Ja, hier musst du seine Patterns lernen und einfach nur wegrollen. So, jetzt fehlt doch nur noch zwei Legs fehlen noch. Wir haben Headless Butterfly Ape. Butterfly fehlt auch noch. Headless Ape und dann Memory. Das haben wir noch ein paar. Und Headless Ape, das wird auch interessant. Puh, okay, Headless Ape, wo bist du? Ich glaube, er ist hier. Da gibt es auch eine Rotation, die du machen musst, am besten machen musst, sonst hast du zwei Bosse. Das heißt, ich hoffe, das klappt. Ich habe seit ein paar Tagen wieder geübt. Aber wir wollen dieses Mal Moral Draw und das passt. Erstmal kaputt hauen. Mein Arsch. Okay. Geh halt ein bisschen zur Seite. Mhm. Two und noch zwei. Ah, Äpfchen kommt. Und einfach tanken. Nice. Sehr gut. Ja. Hin und wieder kann passieren, dass er in die falsche Richtung läuft, aber das war jetzt gut. Das war gut, ja. Ich dachte, meine Strategie wäre schon gut. Was ist deine? Also die erste Phase genauso, aber wenn er dann down ist, dann warte ich auf den zweiten Affen und mach Firecracker auf ihn, bis er... Hey, du kannst immer hierhin laufen und sofort zwei Firecracker und dann ist auch ziemlich gut. Okay. Aber es passiert hin und wieder, dass du nicht immer sofort reposten kannst, was ein bisschen nervig ist dann. Ja. Meine Taktik wäre gewesen, Spielbänden deinstallieren. Ein bisschen rumlaufen, ja, ist auch meine. Also und Tetris reinschmeißen. Ja, mach Tetris, das geht. Kann man machen. Okay. Memory time. Mhm. Ich bin immer extrem schlecht bei so, sobald es mehr als nur ein Boss ist. Ich kann sowas einfach gar nicht. Ja, es wird noch unvorhersehbarer natürlich. Ja. Bei dem Part, wenn man es casual macht, ist es natürlich sehr früh im Spiel, wo man da bereit sein kann. Ich hätte aber auch nicht erwartet, dass es so ein weitläufiges Gebiet ist. Ich dachte, ja, kommst du kurz hin, machst du sowas. Da war ich doch eine Zeit lang beschäftigt. Ja, man kann hier schön viel abkürzen. Ja. Ah, ich glaube, der nächste Mini-Boss ist so der nervigste. Oder so wirklich? Viele, das sind so viele. Also am Anfang, ja. Ja, immer noch. Ich hasse den. Der Betrunkene den. Meinst du? Oder ja, nein, diesen kleinen jetzt. Ja, der hier mit dem Speer. Okay, ja, gut. Ja gut, am Anfang hatte ich so viele Probleme mit dir. Ich hasse ihn immer noch. Ich bin geschlichen, habe was gemacht und dann bin ich erstmal 500 Kilometer weggelaufen und gehofft, dass ich... Ja, ich mach's auch ein bisschen Stealth jetzt. Ich habe keinen Bock auf ihn. Ja, ich clear auch immer vorher alles. Du ja nicht. Du gehst so rein. Nee, ich geh Stealth Mode. Ich will den Tod haben. Nein. Wow. Nice, okay. Ah, okay. Nice. Ja, der ist mega gemein sonst. Und dann kommt auch so ein Bogenschütze, der auch ein bisschen nervig ist. Das ist Schatten. Nee. Nicht mit mir. So schnell kann sich doch niemand umdrehen. Quatsch für sie. Er hat sich Jackson Moves angeschaut. So, und schön, dass du hier bist. Und diesen Schlüssel.
Zum Glück werden wir ihn nie wiedersehen. Hm. Oh, das wäre gut. Okay, jetzt haben wir Drunkard. Wir haben zwei Drunkards. Der erste ist eigentlich ziemlich... Die Rotation ist nicht so... Eigentlich gar keine. Beim zweiten ist eigentlich ziemlich interessant, weil wir natürlich mehr Mobs haben und da eine Rotation brauchen. Aber hier, der ist nicht so schlimm. Außer kann mich halt trotzdem one-shotten, das ist halt... Ja. Das ist halt... Aber hier kannst du dir immerhin Hilfe holen. Ja, obwohl der stirbt immer so schnell. Ja, leider. Wo ist er denn? Es hat keinen Speedrunner. Ja, stimmt. Okay. Holst du dir eigentlich die Axt? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, außer du willst die haben. Das ist, nee. Das ist nicht Axt percent. Also, irgendwo, ja, ist nicht so. Nee, vielleicht hattest du ja für irgendwas gebraucht, vielleicht. Nee, eigentlich Firecrackers sind eigentlich das Einzige, was man wirklich braucht. Okay. Axt wäre natürlich gut, wenn man Gegner mit Schutzschilden irgendwie. Ja. Aber bei den so einem Run ist es wieder was anderes. Ja, das Gute an diesen Mobs hier ist, dass die ja mit Shurikens auch down gehen. Ah, die hinten werden nicht mal gepullt. Das wusste ich auch noch nicht. Mal kurz hier bleiben. Oh je. Oh, oh nein! Nee. Oh nein! Gut, steh doch nicht da rum! Da, bitte. Der fängt schon vergiftet an. Oh. Oh, ich will nicht in die Richtung. Komm hier rüber. Das sind halt... Oh, ja. Ja, jetzt schießen die Box. Der Arme. Der Arme, ja. Der kriegt volle Packung ab. Das ist mein Name. Autsch. Ich bin... Oh, ich wieder auf nein. Der ist so matsch geworden, der Arme. Eieiei. Ei, ei. Er hatte so viel vor sich. Gerade ein neues Auto gekauft. Hypothek abgeschlossen. Der steht hier seit einer halben Stunde rum, guckt sich den Boss an. Okay, jetzt mache ich ihn gleich platt. Aber nee. Schießt da gerade jemand auf mich? Ja. Scheiße. Die tun extrem weh mit meinem HP. Ja. Umso beeindruckender ist es, dass du so selten getroffen wirst. Also hier am besten... Oh je je. Links liegen bleiben. Nein, mal ein bisschen noch rumrotieren. Boah, ich mag diese Ecke nicht. Oh. 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 Der hat gewifft. Oh. Major Whiff. Oh ja, bei ihm einfach ein bisschen dodgen. Hinter ihm bleiben ist am besten. Wir werden dich richten, mein Freund. Wie auch immer du hieß. Wir haben nicht aufgepasst, als du deinen Namen genannt hast. Okay, erste Phase. Auch wieder wirklich großer Cheese. Habt ihr schon gesehen? Mit dem Cheese. Ist total traurig. Nein, ich find's toll. Und dann Phase 2 kann wirklich clean und schnell sein, aber es kann auch ein bisschen nervig sein. Kannst du in irgendeine Loop reinkriegen, ne? Ja? Also, so, wenn du halt, also hier Loop, einmal, also R1, Dodge, R1, ja. Dodge. Mhm. Traurig. Ja. Das ist wirklich traurig. Aber die ist doch selber schuld. Die Reflexe sind nicht mehr so... Ja, sie kann doch nichts dafür. Ja, du ja aber auch nicht. Stimmt. Das war nur eine Fleischwunde. Ich kann da noch. Oma Schwarzenegger oder was? Mhm. I'll be back. I'm back. Ich meine, ich geh backen. Ah, guter Rhythmus. Nice.
muss einfach nur, ich drücke einfach R1 die ganze Zeit. Mhm. Und sobald ich merke, dass sie mich bald kicken will, einfach Parry canceln. Das ist ja das Geile, dass man seine Schläge canceln kann mit dem Parry. Wenn du genug spammst, dann, dann passt das. Sehr gut. Eine Memory mehr. Ja, yep. Jetzt Round 2. Okay. Hier sind wir wieder. Jetzt alles ein bisschen schwerer. Hi. Das ist auch ziemlich cool, aber All Memories dann brauchen wir ihn halt nicht. Mhm. Nope. Okay. Dann. Dann nicht. Das X ist ganz kurz aufgetaucht. Ich will eigentlich nur. Nee. Ich will auch noch mein Idol haben. Das muss man nervig, weil wenn ich jetzt hier rausquetsche, dann wäre ich wahrscheinlich genau neben ihm. Ich brauche wahrscheinlich kein Idol, aber schön wär's. Es wäre schön. Auf jeden Fall. Casual Speedrun, yes. Okay. Oh, ich bin... Ah, weil er mich zuerst gesehen... Ah, cool. Okay. Er hat mich ja zuerst gesehen. Mhm. Ah, okay. Okay, Versuch Nummer 2. Yes. Sehr gut. Ja, okay, ist okay. Close enough. Ich geh mal weiter. Okay, hierfür gibt es eine Rotation, das heißt, ich brauche wieder Gajin. Ich brauche Smoke und dann switchen wir auf Pistol. Das heißt, ich mach das. Okay, oh. Mind, ist oh. Egal. Dann haben wir eben 2 Runden. Springen rüber. Damit wir halt den schnell umbringen können. Mhm. Dann gehe ich mal hier rüber. Ah. Jetzt Power Up. Das habe ich ehrlich gesagt nie benutzt. Mhm. Aber jetzt sehe ich, wie gut das ist. Ich auch nicht, aber es ist extrem cool. Ja. Ja. Sehr hilfreich, ja. Ich brauche es nochmal. Weil es so cool ist. Do it! Gib mit der Power. Sehr schön. Easy. Ja. Sehr jetzt gibt es sehr viele Attacken, die du halt ein bisschen besser dodgen kannst, wenn du halt nicht lock on bist. Mhm. Zumal die Attacke, wo halt direkt vertikal runtergeht. Ach ja, genau, ja. Da kannst du einfach sidesteppen. Jo. Oh, komm, ey. Okay. Aber du hast das Eis. Alles gut. Sniper. Schlechter. Ich will doch eigentlich nur. Die sind so. Die sind nicht freundlich. Oh, oh, oh. Da hatte ich gesehen. Er kommt. Oh, ist das mies? Die wollen dich nicht lassen. Jedes Mal. Ist das mies? Das hat auch so lange gedauert. Das sind halt so Sachen, die passieren, wenn du halt ein bisschen casual dran gehst. Und ich brauch diesen Idol und diesen Idol und. Ja, macht ja nichts. Okay, wo bin ich jetzt? Ah. Ja, gut. Boah, ich hab fast kein Spiel mehr. Du bist nicht mal gestorben. Nee, ist gut. Also bisher ein Deathless Run, oder? Oder außer du wolltest das. Ja. Sehr gut. Obwohl, ich meine, ja, wir sagen Deathless. Hier ist hier sowieso ein bisschen einfacher, weil du darfst ja einmal sterben.
Okay, L2. Ja. Der ist übel. Okay, es passt. Versuch immer rumzurotieren und dann links seine linke Seite anzugreifen. Mhm. Damit er halt nicht sofort parried. Hier muss ich parryen, sonst bin ich tot. Mhm. Kannst halt sehen, dann kann ich ein paar Mal angreifen und er macht halt nichts. Alter. Das war's. Wie fix diese Phase ging. Dann gehen dir die Augen über sie, ne? Ja. Musst du weinen bei denen. Kameraführung immer Katastrophe. Oh Gott, ich hab's nicht gesehen. Nice. Hä? Ich bin in die falsche Richtung getäuscht. Und er hat in die falsche Richtung getreten, so sah es aus. Okay. Nice. Nice. Holy shit. Oh, ja, 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 ja. Alles unter Kontrolle. So, jetzt nur noch unser Boy, oder? Ich glaube, wir haben alle durch. Ja, nur noch Ishin. Okay. Tschüss, Papa. Aber Ishin ist auch nicht so, da ich halt ein bisschen mehr Damage habe, ist auch nicht so schwer wie Any Percent. Mm. Da macht halt relativ viel Spaß bei Any Percent, einfach nur, weil es nur noch ein Challenge ist. Mm. Ja, da ist auch so eine Challenge mit viel Leben. Ja, okay, ich werde wahrscheinlich trotzdem geone-shottet, aber... Ja. Wenigstens nicht so schlimm wie All Memories, All Beads. Da hast du halt so einen langen Balken und das ist so cool. Aber ich stehe ja schon, ich glaube, mein Lieblingsboss. Ja, ich finde den auch mega nice. Auch vom Schwierigkeitsgrad her extrem schwer, gerade im Casual. Sehr schwere Tür. Ja, man muss ja auch komplett aufmachen. Es reicht nicht einfach nur mal kurz und dann durch. Ich bin ja groß, ich muss halt durchpassen. Ist ja nicht so, dass wir Shinobi sind und schleichen müssen. Stimmt. Vielleicht willst du noch ein Auto parken oder so, ne? Sie haben wir jetzt schon mal aufmachen. Okay, Zeit für den Endboss. Bei 1:21 nach Zoo-Zeit. Mach mal auf. Okay. Das haben wir, das haben wir. Let's go. Ich drück dir die Daumen. Let's go. First try. Er braucht schon HP. Hey, den kennen wir doch. Ja, weil ich halt so viel Damage habe und noch mit Yasha ist er halt extrem schnell. Mm. Das ist jetzt der richtige Boss. Der hat auch nochmal 3 Phasen. Erste Phase geht noch. Ja, für mich hat er nur 2 Phasen. Ja, gut. Oder, aber das geht nicht mehr. Ich hasse, wenn er das macht. Der hat halt gepoist und ich habe nicht drauf reagiert. Ja. Das geht hin und wieder. Also ich greife meistens 2-mal an und erwarte... Falscher Knopf. Ah. Und erwarte, dass ich halt parryen muss. Mm. Normal. Okay, das ist noch Old Patch. Mm. Deswegen, ich kann... Was war das?
Ich kann einfach weitermachen, sofern ich wirklich aggressiv bin. Kann er auch keine Phase wechseln. Okay. Weil jetzt, das wäre ja eigentlich Spearface. Ja. Jo. Come on. Und jetzt wäre halt... Das ist jetzt eigentlich... Das wäre eigentlich zweite Spearface. Und komischerweise ist dritte Phase leichter als die zweite, weil er hier diesen Lightning-Shit macht. Und ja, der ist ziemlich gut eigentlich. Das heißt, dass wir den ersten Spearface eigentlich komplett... Gibt, ja. Skippen können, ist halt wirklich gut. Aber da musst du auch wirklich aggressiv und halt kurz pausierst, kommt da halt ein Spiel raus. Aber das haben sie halt in 1.4 komplett gecatcht. Ja. Also. Ey, das sieht so einfach bei dir aus, das gibt's nicht. Ich habe auch sehr, sehr lange geübt, diesen Fight. Es ist einer der schwersten Kämpfe in der gesamten Dark Souls und Serie überhaupt, ja. Okay, wer soll sterben? Kuro oder wir? Kuro. Wow. Warum fragst du auch Gregor? Ist doch klar, dass er sowas sagt. Du hast mich gefragt. Bei dir? Ja, ich muss mich jetzt Gregor anschließen. Okay. Ich kann ja nicht was anderes sagen. Mach ruhig. Meinungsfreiheit. Ja. Kill the Kuros. Okay. Aber wir haben ja jetzt die zwei Richtungen gemacht. Das heißt, wir haben... Das wäre das Normale und das hier ist Purification, wo wir selbst halt dann sterben. Aber ihr seid sehr evil, deswegen. Und das war's. Okay, Time. 1,24. Sehr schön. Für das evile Ding. Verdammt, das war sehr, sehr, sehr gut. Und sehr souverän. Und verdammt schnell. Ja, dafür, dass du es eben jetzt nochmal eingeübt hast, weil du es nicht mehr regelmäßig gemacht hast. Ich habe mir vor, ich glaube, 3 Tagen Sorgen gemacht. Also extrem viel Sorgen gemacht. Ja, dafür hat es sehr gut geklappt heute. Ja, bist du zufrieden mit dem Run? Ja, also ein paar. Okay, ist mit Gyobu war ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht, wieso Tau nicht zurückgekommen ist, aber ansonsten, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Also Endgame lief wirklich gut. Ja, auf jeden Fall. Also nachdem du deinen Groove dann gefunden hast, also für die Parts, irgendwann kamen dann die Stellen, wo ich die Bosse nicht mehr so richtig kannte. Oh, aber ja, stimmt. Das war auf jeden Fall auch sehr beeindruckend. Wir wählten so ein Ende. Was ist das für ein Unmensch? Naja, er muss halt sterben, damit die... Damit die Blutlinie unterbrochen wird. Richtig. Ja, genau. Erst dann geht's dann weiter. So. Aber wir sind ja auch der, der es machen darf. Also ist ja eigentlich dann auch okay. Wirst du denn nochmal, auch wenn du das natürlich nicht mehr regelmäßig machen kannst, nochmal Sekiro dann reinschmeißen für deine Streams? Oder? Ich muss auf jeden Fall am 25. habe ich bei ESA, das European Speedrun Assembly in Schweden, habe ich einen Run. Ist eigentlich ziemlich cool. Wir haben es ein bisschen ausgedacht. Wir sind 2 gegen 2. Und wir werden dann nach jedem Miniboss und Boss wechseln. Das heißt so ein Relay-Race. Ja, cool. Mit Sekiro. Das ist auch ganz cool. Bei ESA freue ich mich auch schon. Da sind sehr viele coole Runner auch da. Einige, die auch schon hier waren. Also schaut euch ESA rein. Und ja, es war ein sehr, sehr, sehr schöner Run. Genau, und sehen wir das Ende nochmal. Ihr solltet natürlich auch hier auf dem Sender weiter gucken, denn ungefähr in 8 Monaten haben auch wir Sekiro durch, weil ich glaube, Nils und Simon sind bei Endboss. die sind schon fast durch. Na gut, also 4 Monate dann. Nein, das macht die doch nicht so schlecht, die machen ihre Sache gut. Natürlich machen sie ihre Sache gut. Also ich traue mich nicht mehr wirklich solche Sachen Let's Play-mäßig zu machen, weil hast ja dann auch immer, wenn du dich da mal irgendwo verrennst, immer die Leute, die dann parallel ich hab mich gucken, tatsächlich und alle es besser wissen. Ja, ich habe mich tatsächlich auch erst an Let's Play Sekiro rangetraut, nachdem ich es einmal durch hatte. Dann habe ich gemütlich nochmal gestreamt. Das war sehr gut. Das heißt, offline einmal gespielt und dann gestreamt? Ja. Also offline einmal durchgezockt und dann später einmal gestreamt. Aha. Also du wirst bei der ESA nochmal sein. Ja. Natürlich, wir finden es schade, dass du deine Speedrunner-Karriere erstmal pausieren musst. Oder vielleicht bis zum nächsten FromSoft Game. Das dauerte eh doch. Ich weiß nicht, wann es kommt. Ach, die machen Überraschungsrelease und dann alle Spiele. Vielleicht dann wieder. Oder Sekiro DLC, wer weiß. Das kann natürlich auch sein, ja. Wenn mal ein Demon's Souls Remake oder Remaster kommen sollte, dann wirst du auch angucken. Und du bist natürlich wie immer dann herzlich eingeladen. Man kann bei dir natürlich auch nochmal vorbeischauen. Wir können es gerne nochmal einblenden. Twitch.tv. Savi oder Savi, sagt man? Savi dann, ne? Also merkst du auch, ohne das TV kann man gerne auch mal ein Follow oder mehr hinterlassen, je nachdem, wenn du dann auch casual streamst. Und ja, wie
gesagt, du bist natürlich gerne eingeladen. Wir wünschen dir natürlich auch viel Glück bei der ESA und bei den anderen Geschichten, die du machen wirst. Und auch schön im Ausland dann, die Monate, die du da sein wirst. So. Ihr könnt euch auch natürlich gerne bei uns melden. speedrandale@rocketbeans.tv ist die Kontaktadresse für Feedback und Interesse, wenn ihr habt, gerne mal auch den Speedrandale-Rekord hier in Sekiro zu schlagen. Ja, jetzt haben wir erstmal. Das ist so schwer. Ja. Wir haben die Marke erstmal gesetzt. Ja, oder könnt auch Sia gerne racen. Ja, schlagt das alles. Warum nicht? Vor. Aber man kann sich natürlich auch bei dir direkt melden, Sia. Na? Mhm. Hier sehen wir es nochmal. @simiclove und twitch.tv/simiclove101. Mhm. Haben auch schon einige Leute, die hier natürlich in den nächsten Wochen und Monaten noch dabei sind. Aber wir sind natürlich immer offen für neue Vorschläge und neue Gesichter und auch alte Gesichter. Wir werden auch wieder ein paar alte Bekannte sehen für ein großes Dryer-Race, habe ich gehört. Ja, nicht so viel liegen. Ohne zu viel über das Spiel zu verraten, man kann ja nur sagen, was es dann sein wird. Aber ja, wir bedanken uns natürlich bei euch fürs Zuschauen und dass ihr eins der unterhaltsamsten Formate hier mit Speedrandale auf Rocket Beans TV gemacht habt. Und natürlich nach stellvertretend, Xavier, natürlich für auch alle Runner, die bei uns vorbeischauen und uns mit ihren Talenten lernen. Weil ohne euch wären wir natürlich nichts. Ohne euch wären wir schon längst abgesetzt worden. Da musst du erst üben. Ja. Da musst du ja alle Runs machen. Oh mein Gott. Mal kriegst dann immer neue Hüte, damit man dich da. Ja, aber dann wäre qualitativ die Sendung so, ich weiß nicht. Wir behalten sie mindestens auf dem Niveau. Dann vielen Dank, Leute. Viel Spaß mit dem Restprogramm und wir verabschieden uns. Bye, bye. Bye.